Ordensenklave. Nicht, dass ich etwas von Rissen und Rissmagie und all dem anderen Magiezeugs verstehen würde, aber... Oder die Ordensenklave. Ich bin mir nicht sicher, ob sie Orden oder die Ordensenklave. Die Antworten könnten jedoch ziemlich drastische Schritte erforderlich sein. Mir egal, steile Stufen jagen mir keine Angst ein. Ja, genau das meinte ich. Achso. Was nehme ich mir denn jetzt? Also ich habe jetzt die Gatling reingemacht, ich habe den Kettenblitzstab. Gegen was tausche ich das am besten aus? Die Schneekanone. Zack. Brauchen wir eine Barrikade bei dir? Oder bei mir? Ah, ich bin gerade noch gar nicht angeguckt, warte ganz kurz. Ich gehe nur einmal ganz kurz eben rum. Also hier starten die, super. Oh, das ist ein schöner Wurfkill hier, den man machen kann, so. Nice. Also eine verzweigte... Ich muss sagen, die verzweigten Karten finde ich fast immer irgendwie am geilsten. Oh, die Fluggegner fliegen da oben drüber, das ist ja nervig. Das ist auch eine potenziell gute Map für Dinge, weil wir können die richtig lang führen, weißt du? Ja, bis auf die Fluggegner. Ach, nee. Wir sollten uns eine Map auswählen, wo es keine Fluggegner gibt. Oder gibt's ich glaube, bei dem DLC gibt es überall Fluggegner. Ich glaube, das macht das DLC schon fast ein bisschen aus. Und wie ist das bei Endlos-Maps? Kommen da auch irgendwann Fluggegner, oder? Was weiß denn ich? Ich hätte die noch nie gespielt. Kein Plan. Stimmt auch wieder. Stimmt. Ups. Also, hier also ist den Gang hier ganz unten, den Gang finde ich irgendwie am blödsten. Fallen. Aber du kannst hier nicht rauskatapultieren. Ich glaube, den würde ich auf jeden Fall weg versuchen zu leiten. Und du kannst da nicht... Haha, das sind ja Schweine. Was denn? Du darfst doch die Gitter nicht platzieren. Wo bist du? Warte. Ja, das Gitter darfst du nicht bebauen. Da haben die drüber nachgedacht. Oh, du darfst das hier nicht mitbauen. Ja, dass du hier nicht die langleiten darfst. Da haben sie schon drüber nachgedacht, nicht schlecht. Oh, fies. Das heißt, die müssen hier lang oder halt... Nee, die... Ja, die müssen da lang, es gibt keinen anderen Weg. Das ist ja, das ich meine, ist ein bisschen... Dafür gibt es keine Fluggegner. Okay. Ja, das ist, glaube ich, der schwerste Gang. Also für Endlos ist es vielleicht dann doch ein bisschen schwierig. Ja, definitiv. Ich meine, die können wir auf jeden Fall schon mal länger führen. Ist ja cool, wenn es irgendwie so Wände gibt und nicht nur Barrikaden. Also wirklich Wände. Dass man selber auch nicht mehr durch kann, aber dass man dann halt die Fluggegner umlenken kann. Das wäre cool. Ja, das wäre wirklich cool. Aber die Frage ist, wie leiten wir die jetzt? Irgendwie hoch, wo die sind? Geht das irgendwie? Hast du einfach schon was gesehen? Nee, ne? Da hoch kommt man nicht. Du meinst da hoch? Ja, auch hier oben ist ja auch wie so eine, ich nenne es jetzt mal Brücke. Da könnte man ja theoretisch was drauf platzieren, weil da kommt man halt nicht hin. Nee, man kommt da nicht rein. Keine Chance. Aber das ist mehr. Das ist die Frage, lassen wir die hier da oben lang laufen? Ja. Dann mache ich mal, wobei ich mache direkt am Anfang zu, weil sonst müssen die, sonst ist zeitlich wieder alles ein bisschen doof. Ich mache mal hier die Treppe zu, machst du da eine einzelne? Dann müssen die ja immer hier Ups, dann muss ich einmal irgendwo eines, warte. Wo hast du noch was gebaut? Ich habe zwei von den, Ranken platziert. Achso. Ja, nee, lass ruhig die Ranken. Die ist ja eh noch zu. Ja, die muss ich lassen, ich muss die eine verkaufen. Achso, die ist zu, gell? Nein, die Tür ist nicht zu, geht nur eine auf. Ja, deswegen, die muss ich ja verkaufen. Sonst habe ich nicht mehr genügend Geld für eine Barrikade. Das mit dem Extragang hier macht mich jetzt ein bisschen... Also das ist schon nervig, das ist nicht so cool. Oh, Flugviecher, warum ein Flugviecher? Ich hasse Flugviecher. Was kann die Gatling eigentlich? Ach, die ist ja viel kleiner. Die ist ja winzig. Guck dir das mal an. Ich dachte, die hat da so eine richtige Gatling in der Hand. Oh. Das ist ja wohl so ein kleines Armding. Ja, nicht. Aber schießt schon mal nicht schlecht. Ja, ist so inakkurat wie Scheiße, aber egal. Was ist das? Ja, das sind diese Minen. Okay. Lass die mal da liegen, genau. Wie viel kann ich davon natürlich, passieren? Hightech. 2, 3, 4. Wahrscheinlich so viel Mana, wie du hast. Ja. 5. Ah, okay, die haben Cooldown. Oder ich kann nur 4 davon setzen. Ich warte mal ganz kurz. Nee, die verschwinden nicht. Also ich kann... Doch, jetzt verschwinden sie. Okay, ist mit einem Cooldown. Cool. Okay, ich glaube, die Minen könnten cool sein. Hör mal ganz genau hin. Du hast auch so einen Rattern. Ja. Startest du? Ich bin gerade überlegen, wo wir die Fallen ein bisschen hinsetzen, wo ich die Fallen hinsetze. Na, ich mache jetzt hier oben erstmal 3 hin, aber ich habe jetzt kein Geld mehr. Das ist ja geil.
Ach, von rechts können ja auch welche kommen, oh nee. Sie sind wie tödliche Dekoration. Machen wir mal. Was weißt du, mit rechts können auch welche kommen? Die können nur von da jetzt gerade kommen. Dann machen wir das mal so. Ja, das habe ich mir auch so gedacht. Dann mache ich mich dahinter Laser und in die Ecken packe ich dann Dingens rein. Na gut. Ich bin immer bereit. Aber viel leisten kann ich mir jetzt nicht. Eine Barrikade und eine Laserfalle. Wahnsinn. Oh, ich auch nicht. Mal gucken, wie die Gatling ist, du. Ich hoffe, die hat Feinde viel stärker. Sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Das Tor ist zerstört. Ja. Das ist ganz witzig. Da kommen sie. Vor allem, du bist eine Magierin, hast irgendwelche Urkräfte und schießt mit so einer ganz typischen Waffe einfach nur. Ja, typisch. Naja, eine Gatling. Ja, du weißt jetzt nicht, ob die so typisch ist. Typisch meine ich relativ primär für dieses Spiel. Weißt du? Also wir haben halt hier Schwebedinger, Hightech-Sachen und so. Und du schießt mit einer ganz normalen Munitionswaffe. Perfekt. Das meine ich. So, was können die Minen? Kann ich nicht empfehlen. Nichts? Schade, hätte ich echt einen Grenz, muss ich zugeben, du. Also nicht, wenn ich nicht genau neben dem stehe. Boah, schade, das war schon echt nicht gut, du. Du Scheiße. Sie sind fast da. Bin tot. Oh. Ich bin von den Toten wieder auferstanden. Wie dieser eine berühmte Typ. Genau. Nee. Alle. Ja. Wo kam der denn? Der ist ja von hier gekommen. Da hab ich null gesehen. Ach man. Wahrscheinlich runtergefallen, oder? Ja, neu, ne? Ja. Okay, also die Gatling, ich bin mal gespannt, was für eine Verbesserung die hat, aber bis jetzt war die eher so... Mhm. Meh. Stehst du eigentlich bei, was für eine Verbesserung die haben können? Rissmagie und all dem anderen Magiezeugs verstehen würde, aber... Oh, Densenklave. Wie nutzen diese dicken Ork-Armeen unsere Risse zur Fortbewegung? Ich bin mir nicht sicher, ob sie Ordensrisse nutzen. Für Antworten könnten jedoch ziemlich drastische Schritte erforderlich sein. Mir egal, steile Stufen jagen mir keine Angst ein. Ja, genau das meinte ich. Das ist doch doof. Ich weiß nicht, was ich bauen soll. Ich würde sagen, also Decke eigentlich hauptsächlich, weil irgendwas jetzt umleiten hier lohnt sich noch nicht. Bei dem. Ja, schon klar, aber ich meine, so generell ist irgendwie. Naja. Ich wäre soweit. Sie ist einfach zu hübsch. Auf genau null. Die Feinde bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Sie haben ein Tor aufgebrochen. Diese Krähenfüße, diese Minen, die ich legen kann, da bin ich ein bisschen enttäuscht von. Was ich mir erwartet. Ach, beschwer dich nicht. Ich bin von der Flak jetzt. Fluggegner im Anflug! Ey. Ich brauche mehr Leben, achso. Das hätte ich kommen sehen müssen. Ich will eine zweite Chance. Ja, jetzt geht's mir besser. Ich will eine zweite Chance. So ein paar Sekunden später bist du hinter mir. Ja, jetzt geht's mir besser. Das passiert mir normal. Ah, dieses Stunt von den Schockfledermäusen ist nervig. Das ist eine schwere Map. Ja, und fertig. Okay, Planänderung. Das definitiv. Das nehme ich. Und wenn wir direkt am Anfang jedes Mal versagen, dann... Das ist nicht gut. Also da brauchen wir eine Planänderung. Erstmal, die Gatling ist nicht so geil. Anderen Magiezeug verstehen würde, aber ach. Wie nutzen diese dicken Ork-Armeen unsere Risse zur Fortbewegung? Ich bin mir nicht sicher, ob sie Ordensrisse nutzen. Für Antworten könnten jedoch ziemlich drastische Schritte erforderlich sein. Mir egal. Steile Stufen jagen mir keine Angst ein. Ja, ich würde in der ersten Runde die andersrum leiten lassen.
Aber deswegen Flugviecher ein bisschen doof, wenn du sagst, das macht auch keinen Sinn. Mann! Also waffentechnisch haben wir auch echt wenig Geld am Anfang, das ist auch ein bisschen hart. Ich bewege mich hier in den Spawn, wenn man Arkandrachen reinsetzen, so. Und hier und oh ja, das ist eine gute hier. Idee. Für den Boden zumindest. Verschifft das schon am Anfang. Kack. Ich finde halt kacke, dass es so leicht versetzt ist. Jemals nicht bereit? Ja, ja. Ja, geht, geht. Naja, entweder wenn du die Strecke machen willst, musst du hier noch einen hin platzieren. Wenn du die hier vorne die Strecke noch machen willst, musst du noch einen weiteren platzieren. Also musst einen mehr platzieren, als du eigentlich müsstest. Ja, kann aber auch genauso umgedreht. Gibt es uns aber auch theoretischerweise mehr Möglichkeiten, Fallen zu setzen. Also, ja klar. Kann man sehen, wie man möchte. Hat einen Vor- und einen Nachteil. Nun ja. Bist du bereit? Nö. Bin an Orten, wo man nicht sein sollte. Such mich. Auch wenn du mich siehst, ich weiß. Hast du mich gefunden? Ich seh dich auf der Map, das weißt du schon, ne? Ja, ich weiß. Gut, von mir aus. Pass auf. Zack. Okay, wo zugeben, ich seh dich tatsächlich nicht, lol. Moment. Ja, Moment. Okay, touché, touché. Hätte ich nicht gedacht. Bist du irgendwo in die Wand reingepackt? Oder siehst du dich echt nicht? Er findet mich nicht. Ach, bist du echt runtergefallen? Nee, doch, bist du echt runtergefallen, oh mein Gott. Ja. Keine Sorge, ich bin auf der Fall. Aber hey, du hast ein bisschen gebraucht. Erst mal sterben, bevor die Runde losgeht. Perfekt. Ja, klar. Genau, Gandalf. Man gibt's Essen jetzt. Guck mal, ich zerschieß das Tor. Sie haben ein Tor aufgebrochen. Was war das für ein Scheißhund gerade? Da kommt sie. Also die Schopfledermäuse müssen wir echt dringend loswerden, weil die sind super nervig. Ach Leute, ich bin auch dumm. Ich schieße mit dem Stab auf die und die sind dagegen immun oder was? Ah, perfekt. Ja, ich auch. Ich hab's auch gemacht. Bin nur ein bisschen tot, genau. Nicht tot. Flugviecher beim Riss. Echt jetzt? Oh, das war's, ja. Ich hab gerade auf die Karte geguckt. Also irgendwas läuft da gewaltig schief, du. Wir brauchen irgendeine andere Taktik. Gibt es irgendwelche besseren Luftwaffen, die wir nutzen können, die vielleicht billig sind? Ich hätte Ballisten, aber ich weiß nicht, wie gut die Ballisten gegen die sind. Ich würde auch nicht. Wie nutzen diese dicken Ork-Armeen unsere Risse zur Fortbewegung? Ist halt alles so offen und alles so Kurzstrecken, weißt du? Für Antworten könnten jedoch ziemlich drastische Schritte erforderlich sein. Mir egal, steile Stufen jagen mir keine Angst ein. Ja, genau das meinte ich. Okay, ich hab's go. Ich bin sowas von bereit. Mal gucken, was passiert. Auch gar nichts platziert. Oh, also bis jetzt muss ich sagen, finde ich die Map nicht, ja, schwer kann man auch dazu schon sagen. Ich finde es irgendwie schon fast ein bisschen zu wenig Geld am Anfang. Fliegen die da durch, ja, gell? Hm? Ja. Die fliegen da durch. Ich sollte das jemanden für mich tun lassen. Die Feinde bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Sie haben ein Tor aufgebrochen. Der Zauberstab ist viel besser, ey. Mhm. Hey, jetzt sind die nicht immun. Ja, du darfst mit Rechtsklick kannst du nichts machen. Nee, bei mir war gerade unbedingt nichts. Achso. Aber ich habe auch geschossen. Okay. Bin ich möglicherweise besser darin? Aber jetzt geht's gerade eigentlich voll. Das liegt vor allem an der Waffe, glaube ich. Was? Ah! Das war doch geschummelt! Das war doch geschummelt! Ich bin tot geschockt worden.
Aber hey, guck mal hier, das hilft. Hey, Leute, wenn ich nah an den dran stehe, kann ich echt keinen Damage machen. Hä, ja, warum sind denn die so immun, wenn man neben denen steht? Ist ja voll komisch. Naja. Ich setze mal hier hinten die Barrikade, damit ich das gleich nicht vergesse. Ist ja eh nur eine. Mhm, Gott sei Dank ist es nur eine. Genau, wo ich sie wollte. Dann mach ich am Anfang erstmal nur Ballisten. Fluggegner in der Luft! So, die zwei Dicken sind schon mal raus. Oh, da fallen sie runter. Ciao. Echt jetzt? Kobolder? Mhm. Aber ich sehe ein Potenzial. Ah, komm. Wenn ich nicht vorher. Okay, also im Nahkampf sind die unbesiegbar, die Schaufledermäuse. Das finde ich ein bisschen unfair. Oder drei. Oder vier. Oder sind die nur gegen physische Schaden nicht immun? Aber ich habe bis jetzt nur mit Magierwaffen drauf geschossen. Kann natürlich auch sein. Boah. Mein Gott. Genau wie damals. Okay, meine zwei Pfeilfallen, so, bringen doch auch schon was. Aha. Sind wir uns einig, dass ich mehr Leben brauche? So. Alter. Wie ich bereits sagte, mein Potenzial. Da kommen weitere Feinde! Das sagte mir folgendes. Scheiße. Durch das Fallenfeld! Putz, 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 putz. Oh mein Gott, ey. Muss was durch? Wir müssen da aufpassen wegen dem zweiten Tor, gell? Ja, es kommt genau jetzt. Ja, genau. Das könnte ja eher. Wir greifen an einer weiteren Front an. Vorsicht! Unsere Verteidigung wurde erneut durchbrochen. Ah, diese scheiß Schockfledermäuse, ich hasse die jetzt schon. Oh, wir müssen aufpassen, da kommen auch Fluggegner. Aber ja klar. Oh, hier Neujäger, guten Morgen. Ja, danke Bemühungen, dankeschön. Ach, hier kommt natürlich noch ein Troll durch, zwei. Natürlich. Kein Mana, keine Magie. Hilfe? Nee, doch nicht. Das ist so gut. Ja, doch. Wer hat hier wen eingeschüchtert? Ich bin gleich wieder da. Ich klatsche die ganze Decke gleich mit Ballisten voll, ey, meine Güte. Fünfmal größer, die Rückkehr immer schwerer. Genau, was mir nicht schuldet, macht mich nicht tot. Finde ich gut, den Sprit. Für diese normalen Höllenfledermäuse, ich nicht Höhlen, gehen ja auch klar. Das sind nur die Schockfledermäuse, die mich ein bisschen ankotzen. Fantastisch. So, wohin okay, holy shit. Bereiter geht's gar nicht mehr. Ach, komm, ein sogar. Weiteres Tor wird angegriffen. Sie so. Haben ein weiteres Tor durchbrochen. Huh. Das war schlecht. Ein weiteres Tor, weiteres Tor, weiteres Tor, weiteres Tor, weiteres Tor. Ja, ich weiß. Ach, ja, genau. Direkt zwei Oger hier. Hast recht. Wer ist jetzt der Boss? Jo, Gnolljäger, direkt zwei Stück. Die sind easy, dich betäubt die einfach. Sorry, den Troll. Oder auch nicht, doch, oder auch doch. Achtung. Ja. Oh, fuck. Ah, das war voll daneben geschossen, scheiße. Kriegst du das hier hin? Kriegst du das hin? Ich geh rüber. Weiß ich noch nicht. Ja, ich muss, weil... Nee. Fluggegner ja. In der Luft! Aber von links kommen jetzt gerade auch welche, gell? Ja. Oh, jetzt haben wir Probleme. Okay, von rechts kommt nichts mehr. Gut, gut, gut. Ah, von links! Rolljäger! Boah. Ja, das wissen wir auch. Jetzt ist etwas Neues. Einfach zielen und schießen. Boah, Junge, geh doch bitte weg, du scheiß Schockfledermaus.
So ein Kackgegner. Sind für 10 Sekunden AFK. Bei mich. Ja, guter Zeitpunkt. Wieder da. Das liegt mir einfach Hallo. Im Blut. Da kommen weitere Feinde. Fallen platzieren macht immer Spaß. Puh, was eine Map, ey. Vorsicht, Fluggegner. Die muss ich zu Ende platzieren. Hallo, alter Fallfreund. Ja, und die wieder die Einzige, die stirbt. Das glaube ich kaum. Viel ich leichter rüber. Als ich dachte. Mhm. Ah, geschockt. Okay, doch nicht. Ach, Trolljäger, tschüss. Keine Chance. Oder auch nicht. Und wieder geschockt. Feinde beim Riss. Ja. Ich helfe dir. Ja. Oh, was kommt denn da? Achso, Trolljäger. Gnoll-Grenadier, ach so. Links. Nur in deinen Ja, durch. Aber keiner, wie man das macht. Also, ja, die so. Ich hab auch keinen, wie wir das jetzt hinkriegen hätten sollen. Ich wollte ihn gerade eigentlich schocken, dass er stehen bleibt, aber nicht. In unserem Rissraum sind Feinde! Ach. Von links kommt noch was. Ja. Oh, da ist ein Schmetterling. Ah, die guten Schockwedermäuse, ey, zum Kotzen. Also von der Map bin ich überhaupt kein Fan. Nein, ich auch nicht. Was mich hier an der Map auf jeden Fall extrem stört, okay, jetzt muss ich sagen, ist das bis jetzt auch. Ich finde sogar von allen Karten bis jetzt die blödste, weil du auf dieser Karte fast nur um dich und dein Aim geht. Ja. Boah, Kollege. Viel mit Pfeilen hat das ja schon fast nicht mal was zu tun, ne? Andere Seite? Ja. Wir sind jetzt schon fast mit dem Riss, weil wir halt keine Fallen da stehen haben. Ja, Wahnsinn. Ja. Na, warte mal. Ja, schon spannend, die Map, du. Wahnsinn. Ich fühle mich sehr zufrieden. Was? Ich will eine zweite Chance. Oh, ciao. Ah, tschüss. Ist es nicht wunderbar, dass einem Spiele mehr Leben verleihen? Oh, Schädel. Hab ich. Nice. Ich dachte gerade, dieser Drache greift mich an, aber das sind ja unsere. Das wird nie langweilig. Rechts. Ja. Diese scheiß Schockfledermäuse, Mann, die sind zum Kotzen. Boah, es kommt aus allen dreien gerade. Boah, ich brauch dich hier. Ja. Ja, du brauchst mich da. Ich hoffe, wir schaffen es überhaupt noch. Boah. Bum bum für dich und bum bum für dich. Ach du Scheiße. Ich bin der Meinung, dass mein Mana zu niedrig ist. Boah. Ich glaub nicht. Es darf keiner mehr durchkommen. Ja, doch, einer noch. Wer einer geht noch. Eingeschüchtert. Okay, die Karte Nächste ist richtig Welle. Scheiße. Ja, eine gibt's noch. Die müssen wir schaffen, bitte. Die finde ich Was richtig die... Müll. Scheiße. Ja, vielleicht aber nur die günstigsten für ein Spiel nehmen. Ja, das könnte vielleicht auch noch funktionieren. Vorsicht! Fluggegner! Ah, weiß ich nicht, ey. Komm. Ich bin falsch gelaufen. Geht's eigentlich nur mir so, oder kommst du auch bei den Schockfederbäusen so gar nicht durch? Ich komme schon gut durch. Ich habe halt generell schlechtes Aim, da ich halt so eine große Trefffläche habe und keinen guten Punkt. Okay, liegt es einfach daran, dass ich einen Zauberstab halt nutze. Aber warum habe ich mit der Gatling auch quasi keinen Damage? Ach, keine Ahnung. Ja, ich brauch dich hier. Fluggegner in der Luft! Hätte ich ein leckeres Getränk, würde ich jetzt auf mich trinken.
Was denke ich da eigentlich? Heilen wir beim Riss? Ja, ich glaube mal hier unten, geh du mal zu seiner Seite. Ja, Lord. Ah ja, tschüss, alles weg. Schwerer Feuer, genau. Schon da. Ja, dann ist doch was durch, der Arsch. Ich hab ihn doch getäuscht. Darf nicht so durchkommen. Schaffen wir das? Ich weiß es nicht. Hier von da kommt es her, das ist gut. Ja, hier schon noch voll Teufel, Gebiete und alles. Genau. Ich probiere mich noch ein bisschen um die Luft zu kümmern, hauptsächlich erstmal. Das wird nicht passieren. Wenn wir die erstmal vom Hals weg haben, und genau. Jagdrolle. Okay. Ja, die betäube ich. Das ist kein Problem. Verzeihung. Von Oh. Alter, was ein Krampf. Wie ging der Spruch nochmal? Die fand ich richtig Müll. Die ist ja richtig schlimm. So, ich bin ganz kurz. Was? Ja, wir haben nur ein Leben übrig, ne? Ja, ich weiß. Ich bin nochmal ganz kurz oben, kurz AFK, kurz weg. Bin gleich wieder da.